Doch, warte. Nein, sehe ich nicht. Da steht 200 Points, Mann. Wenn ich heimkomme, dann rasiere ich dich weg, Alter. Hey Leute, ich bin Max von Max und Chris. Es wird wieder Zeit für einen Prank. Der gute Thomas, der Cutter von Revi, hat ja Revis V-Bucks heimlich quasi ausgegeben. Danke auf jeden Fall für die Idee. Und das mache ich jetzt quasi auch. Nur nicht mit V-Bucks, sondern mit FIFA-Points. Denn ihr wisst, Leute, FIFA 12 ist letztens rausgekommen, ja. Und wie bei jedem neuen FIFA-Teil steckt man extrem viel Geld in Ultimate Team. Da komme ich auf 27.585,26 €. Das habe ich dieses Jahr tatsächlich in FIFA 18 an Geld gesteckt. So auch Chris. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich hocke mich jetzt an seine Playstation und guck mal, wie viel FIFA-Points er hat. Weil er ist jetzt gerade in Köln mit Carina eine Wohnung anschauen. Mal gucken, ob das da vielleicht klappt. Aber auf jeden Fall werde ich währenddessen er jetzt in Köln ist, mal gucken, was ich denn so mit den ganzen FIFA-Points anstellen kann. Erstmal PS4 anmachen. So Leute, ich bin drin und jetzt schauen wir mal in Ultimate Team rein, wie viel FIFA-Points er wirklich hat. Er hat 13.250 FIFA-Points? 13.250? Alter, wie viel ist das wert? Wie viel kosten 13.500 FIFA-Points? 12.000 kosten 99 Euro? Das hat er so irgendwie so 115 Euro oder so? Das stimmt nicht mit dir. Ja, aber da kann man sich jetzt überschreiten, ob das braucht oder nicht. Aber für mich umso besser, ne? Ach, du Heilige. Die werden wir jetzt schön verziehen. Die gute Packs und nachher rufen wir ihn mal an, ne? Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was ich machen werde mit seinem Account. Mal gucken, ob wir was Geiles rauskriegen. Leute, ich werde jetzt einfach 100 Euro verziehen. Ist das normal? Wie viel gibt man denn dafür aus? Ich bin schon lange nicht mehr im FIFA-Game so drin. Aber mal gucken, vielleicht sind wir was Krankes. Aber das kann jetzt wieder ewig dauern, weil es gibt nur die normalen Premium-Gold-Packs. Keine Special-Packs, kein gar nichts. Und, was ist? Was ist gerade? Rugani! 82 Innenverteidiger. Wow! Krank! Bleibt auf jeden Fall dran, Leute. Wie gesagt, das wird nicht das Letzte sein, was ich hier heute machen werde. Er hat hier halt auch einfach 270.000 Münzen. Was macht er die ganze Zeit? Wie viel Geld gibt er dafür aus? Hä? Nee, oder? Nee, habe ich nicht, Philippe 83. Das kann sich ja nur noch um Stunden handeln, Leute, ne? Also, falls ich was Krankes ziehe, nehme ich mich zurück. Wow, wir haben Rashford gezogen. Der ist bestimmt massiv wert, Alter. Ach, du Heilige. Wie ist der wert? 30.000 Münzen! Bin 81er. Ha! Ja, wird er halt nie kriegen, ne? Also, nach knapp 4.000 FIFA-Points, 5.000 FIFA-Points, habe ich Sterling gezogen. Deswegen ist er 40.000 wert. Halleluja! Aber sonst nur Müll? Nur Müll? Ist das immer so? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr FIFA auch spielt. Und das ist ja reine Geldverschwendung. Ich habe jetzt zwei gute Spiele gezogen vielleicht. Und ein paar 83er. What the fuck? Mit 4000 Points. So eine Legende, so eine richtig geil. Weil da könnte ich Chris richtig krank eine reinwürgen. Ich habe Ibra gezogen. Ach du Kacke. Früher, Alter, war der Millionen wert gefühlt. Gar nichts. Ach Mann, ey. Also wenn das keine Abzocke ist, dann weiß ich auch nicht. Leute, jetzt mal no joke. Das kann doch nicht sein, oder? Ich habe noch 200 Points. Ich habe einfach über 100 Euro verzogen. Und das Beste, was da drin war, zeige ich euch jetzt. Das Beste, was ich gezogen habe, war das Sterling. Und dann eigentlich noch einen teuren. Wo ist er denn? Hier, Rashford. Ist doch ein Witz. Egal. Wir werden jetzt auf jeden Fall Chris gleich anrufen per FaceTime, Freunde. Und dann mit ihm das letzte Pack aufmachen von 13.000 FIFA Points. Ach du Kacke, ich bin so gespannt auf seine Reaktion, wirklich. Ruf mal an. Hallo, grüß dich. Ich sitze gerade im Auto. Warum FaceTime? Ja, weil ich muss dich was fragen. Und zwar eigentlich wollte ich gerade Packs ziehen, Chris. Ja. Eigentlich wollte ich gerade Packs ziehen. Aber? Ja, du hast keine FIFA-Points mehr drauf. Was laberst du? Ich habe über 100 Euro drauf gemacht. Hä? Nee. Alter, Max, willst du mich verarschen? Ich sitze hier gerade im Auto. Also. Ach, hau doch ab. Was hast du gemacht? Siehst du, also, ich weiß ja auch nicht. Siehst du irgendwo da 100? Nein, sehe ich nicht. Da sind 200 Points, Mann. Ja. Hast du wenigstens was Gutes gezogen? Warte, ich guck mal kurz. Warte, ich kann ja noch ein Pack mit dir öffnen, weil ich dachte, du hast mehr. Guck mal. Was wolltest du was eigentlich? Ja, ich wollte ein paar Packs öffnen. Aber du hast gar keine Points mehr. Ja, ja. Wo sind die Points? Oh, Arne, einen 76er Domisi haben wir gezogen. Oh ja, danke, krank, Max. Heftiger Typ. Gut, oder? Ja, mega. Du bist so ein Idiot, Junge. Wenn ich daheim wäre, ich würde dir gerade so den Kopf kürzer machen.
Deine Wohnung hinter uns und jetzt kommst du noch mit Zungenkaki hier. Aha, war nicht gut, Wohnung? Nein, war scheiße, Mann! Das ist blöd. Ich glaube, ich habe keine guten Spieler gezogen. Warte, ich muss kurz gucken. Hau doch mal was. Hast du jetzt alle Points weggejagt oder was? Ha ja? It's a prank, Bro. Warte mal, ich hab noch was anderes. Warte, ich muss kurz gucken. Warte. Also, hier. Mein Verein, ne? Ich seh nix, Idiot. Ach so. Ja, warte. Mein Verein. Ich habe gezogen. Warte. Wie findest du denn jetzt so einen Sterling oder so? Ja, mega. Ja, mega? Ja, geil. Ist Sterling gut? Ja, hast du Sterling gezogen? Ja, ja, Sterling habe ich gezogen. Bist du überlegt zu holen, Mann. Ach, echt? Ja, was ist jetzt mit dem Sterling? Gut, ja, super, freut mich. Sterling ist gut. Ja, ist mega gut. Okay, warte, dann stoße ich den ab, ja? Nein! Doch! Nein! Doch, warte, ich muss kurz abstoßen, ja? Guck mal kurz. Siehst du? Ja? Sterling? Schnellverkauf, ne? Nein! Oh, ja, doch. Ach, Gott! Ja, sorry, ist weg. Ach ja, warte mal, ich hab noch Ibrahimovic auch noch gezogen, ne? Nein, oder? Doch, ich hab Ibra gezogen. Nein! Doch. Wie viel hat der eigentlich? 85. Ach, hau doch ab. Ja, aber den braucht man ja nicht mehr, ne? Ich bin jetzt in der Polizei gerade. Das ist Polizei. Ja, doch, guck ich. Hä, aber warum? Den braucht doch kein Mensch mehr. Der spielt doch jetzt in den USA. Warte, ich muss mal. Den braucht kein Mensch mehr. Tschüss, Ibra, gell? Ist gone. Ach, hau doch ab, mach was du willst, Max. Ich genieße meinen Tag hier in Köln und wenn ich heimkomme, dann rasiere ich dich weg, Alter. Hau ab. Okay, tschüss, Chris, mach's gut. Kuss, Kuss. Ja, ja, jetzt bin ich auch. Leute, das hat so gut funktioniert. Daumen hoch dafür, alle, wenn er sich aufgeregt hat. Oh mein Gott, der arme Chris. Der arme, arme Chris, Mann. Hilfe. Ja, Mann, das war's im Video. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Max und Chris sind die besten YouTuber auf der Welt. Bis dahin, Leute. Tschüss.